Zur Trauer um die vielen Toten von Beirut mischt sich jetzt auch Wut der Bevölkerung gegen die Regierung im Libanon. Diese Wut bekommt auch Frankreichs Präsident Macron bei einem Besuch zu spüren. Wir analysieren gleich, wie sehr nun auch die politische Stabilität des Landes gefährdet ist. Guten Abend bei der Zeit im Bild. Bei Corona-Verdacht musste man bisher 14 Tage zu Hause bleiben. Österreich verkürzt jetzt aber die Quarantäne. Wir berichten gleich, warum. Und argen Turbulenzen ist die gesamte Luftfahrtbranche ausgesetzt. Auch die Auer schreibt hohe Verluste. Sonnig und heiß, das Wetter morgen. Wie sich zunehmend herausstellt, ist im Hafen von Beirut über Jahre hinweg gleichsam eine tickende Zeitbombe gelegen. Ein einst beschlagnahmtes Schiff mit Chemikalien an Bord. Wie gefährlich diese waren, dazu kommen wir gleich. Kommen wir vorher zu dem großen Leid, das die Katastrophe ausgelöst hat. Kaum eine Straße in der Stadt ist unbeschädigt. Hunderttausende Menschen haben ihr Zuhause verloren. Auch wenn jetzt internationale Hilfe anläuft, die Menschen befürchten, dass das Geld nicht in die richtigen Hände kommt. Sie orten Korruption und Schlamperei, wie sie auch zu den Explosionen geführt haben. Zwei große Explosionen von 2700 Tonnen Ammoniumnitrat und deren Druckwelle verändern in wenigen Sekunden Beirut. Noch werden Verletzte geborgen. Ein kleines Mädchen, Sophie, kämpft um ihr Leben. Ihre Mutter hat versucht, sie zu schützen. Nun ist die ganze Familie verletzt. Sie hat ihr Haus verloren, wie 300.000 andere. Doch sie sind im Krankenhaus. Viele sind überfüllt, Tausende brauchen Hilfe. Andere Spitäler sind zerstört. Der französische Präsident Emmanuel Macron ist der erste ausländische Staatschef, der die Katastrophe in Beirut besichtigt. Frankreich sieht sich als Schutzmacht des Libanon. C'est une crise politique, morale. Das ist eine politische, moralische, wirtschaftliche und finanzielle Krise. Und das erste Opfer ist das libanesische Volk. Macron bekommt die Verzweiflung und die Wut im libanesischen Volk zu hören, warum es von der regierenden politischen Klasse genug hat. Stecken Sie alle ins Gefängnis, ist noch das Mindeste, was über die Regierung zu hören ist. Ich verstehe Ihren Zorn, sagt Frankreichs Präsident, der einen schnellen Wiederaufbau verspricht. Ich werde kein Geld in korrupte Hände gelangen lassen. Frankreich sei bereit, die internationale Hilfe zu mobilisieren, aber nur, wenn der Libanon eine grundlegende Veränderung vornehme. Einige Staaten schicken schon Hilfe. Jordanien medizinische Ausrüstung, Ägypten und Russland Feldspitäler. Ja, internationale Hilfe ist also sehr schnell angelaufen, wird auch wirklich akut gebraucht, wie wir eben gesehen haben. Andreas Pfeiffer, was ist denn jetzt am dringendsten zu tun? Zuerst geht es um Nothilfe ohne Wenn und Aber. Weil der Hafen als Umschlagplatz für Güter aller Art zerstört ist, wird es in den nächsten Tagen an allem fehlen. Und die Krankenhäuser melden bereits, dass sie die Corona-Tests einstellen, weil sie zu viele Verletzte versorgen müssen. Es braucht also auch medizinische Unterstützung. Und der Libanon verdient diese Hilfe. Dieses kleine Land, es ist nicht größer als Oberösterreich, schultert nicht nur eine Wirtschaftskrise. Es hat in den Jahren des syrischen Bürgerkrieges auch weit über 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. Es liegt also auch im Interesse des Westens, dieses Land nicht ins Chaos abgleiten zu lassen. Die Regierung hat rasche Aufklärung versprochen, hat auch bereits Beamte, die in Verbindung gebracht werden mit der Katastrophe, unter Hausarrest gestellt. Wird das reichen, um das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen? Sicher nicht. Davon konnte sich auch der Präsident aus Frankreich heute überzeugen. Das Restvertrauen in die Führung, die ja nicht einmal die Stromversorgung oder die Müllabfuhr und schon gar nicht die sachgemäße Lagerung hochgiftiger Chemikalien garantieren kann, dieses Restvertrauen hat sich mit der Explosion in Luft aufgelöst. Die Bürger von Beirut fordern auch internationale Kontrollen, damit die Hilfsgelder nicht im kapillaren System der Korruption versickern. Den Versuch einer Revolte der Zivilgesellschaft hat es schon im vergangenen Herbst gegeben. Ich glaube, ein zweiter Versuch wird kommen. Und das zeigt ja auch alles, dass das politische System des Landes längst in eine Krise geraten ist. Ja, dieses sogenannte Konkordanzsystem ist völlig versteinert. Es wurde vor 30 Jahren nach dem Bürgerkrieg eingeführt und es sichert allen konfessionellen Gruppen, den Christen, den Drusen, auch der radikal-islamischen Hisbollah, einen Teil vom Kuchen der Macht. Und was als Aussöhnung von religiösen Konflikten gedacht war, hat sich aber zur Bildung von Clans, von Cliquen versteinert sozusagen. Und das hat dieses Land an den Ruin gebracht. Also diese Explosion wird noch einigen politischen Sprengstoff zur Zündung bringen.
Andreas Pfeiffer, wie immer, vielen Dank für die Analyse. Ja, von den kaputten Strukturen des Landes zurück in den Hafen und zur Ursache, die diese wichtige Lebensader des Landes kaputt gemacht hat. Soweit mittlerweile bekannt ist, bricht am Dienstag um 17.55 Uhr ein Feuer in einer Lagerhalle am Hafen aus. Nicht zuletzt deswegen sind viele Kameras auf den späteren Katastrophenort gerichtet. Es ist dann 18.10 Uhr, als sich hier brennende Feuerwerkskörper, die am ersten Bild zu sehen sind, eine gewaltige Explosion auslösen, die so viele Tote und Verletzte zur Folge hat. Die meterhohen orangefarbene Flammensäule, die man nach der Explosion dann minutenlang sieht, legt schnell den Schluss nahe, dass die Ursache Ammoniumnitrat gewesen sein muss. Diese Chemikalie dürfte in großen Mengen unweit der Feuerwerkskörper ganz ohne Sicherheitsmaßnahmen gelagert worden sein. Über die Ursache wird viel spekuliert, aber eines steht wohl fest. Für eine derart gewaltige Explosion braucht es viel Sprengstoff. Jahrelang sollen 2700 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen gelagert worden sein. Bei richtiger Handhabe ist die Chemikalie nicht gefährlich. Ein geruchloses Salz, so unscheinbar wie unverzichtbar. Es kommt als Düngemittel zum Einsatz, bei Sprengungen am Bau und beim Raketenantrieb. Im Labor gilt die Arbeit mit der Substanz als sicher. Sie muss jedoch von Brennstoffen und Wärmequellen ferngehalten werden. Das kann nicht durch eine achtlose Zigarette passieren, sondern das muss relativ spezifischen und extremen Bedingungen ausgesetzt sein, dass es explodiert. Vor knapp 100 Jahren kommt es zu einer der größten Industriekatastrophen in Deutschland. In einem Stickstoffwerk in Ludwigshafen explodieren im Herbst 1921 hunderte Tonnen Düngemittel in einem Silo. 560 Menschen sterben. 2015 werden bei einer Explosion in der nordchinesischen Millionenstadt Tianjin 170 Menschen getötet. Attentäter nutzen mitunter ganz gezielt die Sprengkraft der Chemikalie. Für den Anschlag in Oslo hat der Rechtsterrorist Anders Behring Breivik im Juli 2011 6 Tonnen Ammoniumnitrat zum Bau einer Bombe verwendet. Hinweise auf einen Anschlag scheint es im Libanon derzeit aber keine zu geben. In der ZIB 2 bei Martin Thür ist heute Rotkreuz-Mitarbeiterin Iris Taschler aus Beirut zugeschaltet. Sie hat die Katastrophe hautnah miterlebt, um 22 Uhr in ORF 2. In Deutschland wird es eine Corona-Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten geben. Denn die Zahlen steigen wieder. Erstmals seit Mai gibt es mehr als 1000 Neuinfektionen an einem Tag. Die erhöhten Infektionszahlen fallen zusammen mit dem Schulbeginn in mehreren Bundesländern sowie mit dem Ferienende. Ab Samstag wird also Pflicht, was derzeit noch auf Freiwilligkeit basiert, wie jetzt Birgit Schwarz berichtet. Heute stehen sie noch ganz freiwillig in der Schlange. Deutschland bietet seit einigen Tagen Corona-Tests für alle Einreisenden an, zur Sicherheit und kostenlos. Um andere Leute zu schützen, damit man sich sicher ist, finde ich ganz toll, weil es ja auch kostenneutral ist. Ich habe eine Oma daheim und besonders bei ihr ist es wichtig, dass ich kein Corona mit nach Hause bringe. Ab Samstag gilt dann, wer aus einem Risikogebiet einreist, muss sich testen lassen. Verweigerern drohen Bußgelder. Mir ist sehr bewusst, dass das ein Eingriff in die Freiheit des Einzelnen ist. Aber ich finde, es ist ein zumutbarer Eingriff. Es ist mehr als nur eine Pflicht für den Einzelnen, für den einreisenden Urlauber. Denn es ergibt sich aus meiner Sicht aus einer Verpflichtung für uns als Gesellschaft, aufeinander aufzupassen und sich gegenseitig zu schützen. Noch am Wochenende haben tausende Menschen in Berlin demonstriert, ganz bewusst und provokant, ohne Abstand und ohne Masken. Die Kritik daran hält an. 1000 Neuinfektionen an einem Tag, das macht die Politik nervös. Corona in Schach zu halten, das ist ein Langstreckenlauf und es ist ein Teamspiel. Es geht nur gemeinsam. Ein Teamspiel, um einen zweiten Lockdown zu verhindern, gerade jetzt, wo in ganz Deutschland nach den Ferien die Schule wieder beginnt. Ja, es sind eben Corona-bedingte Maßnahmen wie Testungen an den Flughäfen, die vielen die Freude am Fliegen nehmen. Tarek.
Jetzt ist es vielleicht die Freude, die manchen genommen wird. In den Wochen zuvor war es der wochenlange Lockdown, zudem die Grenzschließungen in Europa und rigorose Reisebeschränkungen. Ganz grundsätzlich, das hat viele Unternehmen getroffen, die Flugbranche aber gleich mit enorm hohen Verlustzahlen. Die British Airways Konzernmutter IAG etwa fährt einen Verlust von 2,1 Milliarden Euro allein im zweiten Quartal dieses Jahres ein. Dem Lufthansa-Konzern geht es ähnlich. Er macht 1,5 Milliarden Euro Verluste. Und bei der Lufthansa-Tochter, der Austrian Airlines, sind es zwischen April und Juni etwa 100 Millionen Euro. Das entspricht einem Verlust von ca. 1 Million Euro pro Tag. Aber mit den Airlines leiden auch andere Unternehmen, etwa der Flughafen. So hat es am Flughafen Wien-Schwechat im Frühjahr ausgesehen und so sieht es heute aus. Immerhin, seit einiger Zeit wird wieder geflogen. Die Luftfahrt befindet sich aber nach wie vor in einer einzigartigen Krise. Und das gilt naturgemäß auch für die Auer. Ich denke, ein so katastrophales Quartal wie das zweite Quartal 2020 hat dieses Unternehmen vorher noch nicht gesehen. Dennoch, die Auer hat mit Lieferanten verhandelt. Die Belegschaft verzichtet auf viel Geld und der Staat hilft aus. 150 Millionen Euro an Zuschüssen gibt es von der Republik. Das Geld soll in den nächsten Wochen fließen. Weitere 150 Millionen hat die Mutter Lufthansa bereits zugeschossen. Zudem übernimmt der Staat Garantien für Bankkredite in Höhe von 300 Millionen. Das Hauptproblem derzeit, der Dschungel an Einreiseverboten, Landeverboten und Quarantäneregelungen, die in jedem Land anders sind. Der Auer-Chef fordert, dass man auf pauschale Verbote von Flügen oder von Einreise grundsätzlich verzichten sollte und diese durch ein flächendeckendes Corona-Testprogramm ersetzen sollte für Reisende aus Risikoländern. Kündigungen sind bei der Auer nicht vorgesehen. Die Kurzarbeit dürfte das Unternehmen aber noch lange begleiten. Und wenn nicht oder nur ganz wenig geflogen wird, dann braucht es auch kaum Menschen, die den Verkehr, in diesem Fall den Flugverkehr, regeln. Für diese Verkehrsregeln ist die staatliche Flugsicherung, die Austrokontrolle, zuständig. Auch sie schreibt seit Anfang März Millionen Verluste und das werden wohl die Beschäftigten auch bald zu spüren bekommen. Die Monate März, April und Mai haben die Austrokontrolle in eine Notlage geführt. De facto kein Flugverkehr über Österreich bedeutet null Einnahmen, keine Überfluglande- oder Startgebühren von den Airlines. Die Flugsicherungsbehörde muss nun handeln und dem Eigentümer, dem Bund, ein Sanierungspaket vorlegen. Die Zeit drängt, bis Herbst müssen Details auf dem Tisch liegen. Oberstes Ziel, die 1100 Arbeitsplätze zu sichern. Das erfordert allerdings, dass die Einschnitte auf Schultern vieler getragen werden, die hier voraussichtlich kommen müssen, um das Sanierungspaket auch zu schnüren. Allein heuer könnte der Umsatzverlust bis zu 150 Millionen Euro betragen. Besserung ist nicht in Sicht. Auch in den kommenden Jahren rechnet die Austrokontrolle mit Verlusten. Es müsse nachhaltig gespart werden, etwa bei Sach- und Personalkosten. Also wir wollen jetzt nicht radikal Gehälter reduzieren, sondern es geht um Nulllohnrunden, die wir herbeiführen wollen. Darüber hinaus könnten Zulagen und Prämien gestrichen, Pensionen eingefroren werden. Auch Teile der Abfertigung oder von Zusatzpensionen könnten nicht ausbezahlt werden. Derartigen Einschnitten könne man nicht zustimmen, macht Daniel Liebhardt von der Gewerkschaft wieder heute klar. Er sieht den Eigentümer der Austrokontrolle, den Bund, in der Pflicht. Wenn man der Auer hunderte Millionen Euro zuschieße, werde man aus Sicht der Gewerkschaft wohl auch für die eigene Flugsicherungsbehörde Geld locker machen können. Aus unserer Wirtschaftsredaktion ist jetzt Stefan Hartl live im Studio. Ist das, was wir da jetzt gesehen haben, von den Milliardenverlusten der Airlines bis hin zu den Turbulenzen, in denen die Austrokontrolle ist, sind das Vorboten eines größeren Umbruchs in der Branche? Nun, vorerst ist das mal ein Einbruch, den die Branche so noch nie gesehen hat. Und in den nächsten 2-3 Jahren werden da noch einige Airlines pleite gehen. Ob es ein echter Umbruch wird, da bin ich skeptisch. Ja, Wachstum um jeden Preis, das wird es nicht mehr geben. Und ja, einige Geschäftsreisen von Frankfurt nach München und zurück, das wird es wohl nicht mehr geben, das wird ins Internet verlagert werden. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass der Himmel schon wieder sehr voll werden wird. Nicht jetzt, aber in ein paar Jahren. Die Menschen werden das Fliegen nicht aufgeben, auch wenn sich die Art des Fliegens ändern wird. Die IATA, der Luftfahrtverband, rechnet damit, dass 2024 wieder so viele Passagiere unterwegs sein werden wie vor der Krise. Aber jetzt bauen die Airlines einmal viel Personal ab. Das macht auch die Auer. Die Frage ist, macht das auch die Auer, die ja derzeit viel Staatshilfe bekommt?
Die Auer muss Stellen abbauen, über 1000 in den kommenden Jahren. Allerdings kann die Auer niemanden kündigen, weil alle Beschäftigten in Kurzarbeit sind und da gilt ein Kündigungsschutz. Die Auer setzt also auf die natürliche Fluktuation, das heißt, die Mitarbeiter müssen freiwillig gehen. Das tun sie momentan. Viele treten die Flucht nach vorne an und verlassen das Unternehmen. Die Auer, um bei der Luftlinie zu bleiben, wurde jetzt mit 600 Millionen Euro gerettet. Davon ist ein Teil ein zurückzuzahlender Kredit, ein anderer sind Zuschüsse. Kann sich das mit diesem Betrag ausgehen? Nur den Kredit, der ist ja mit staatlichen Garantien unterlegt, der muss bis 2026 zurückbezahlt werden. Das wird natürlich nicht einfach, denn die Auer muss das Geld einmal verdienen oder einsparen. Gelingt das nicht, kann die Auer diesen Kredit nicht zurückzahlen. Dann geht die Auer wieder ins Eigentum der Republik, eine staatliche Airline, eine staatliche Auer. Das hatten wir schon einmal, ein großer Erfolg war das nicht. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Stefan Hartl. Und wer in diesen Tagen aber doch per Flugzeug unterwegs ist und aus einem Hochrisikogebiet zurückkommt, muss künftig nicht mehr so lange in Quarantäne wie bisher. Nadja. Ja, 14 Tage, das war bisher die vorgeschriebene Dauer. Diese wurde nun auf 10 Tage reduziert und gilt ab sofort eben für aus Risikogebieten Einreisende, für Infizierte sowieso und auch für Kontaktpersonen. Es kann rapid gehen, wenn das Virus auftaucht. Und rapid, dem Fußballverein, geht es jetzt auch so. Er muss sein Trainingscamp im Burgenland abbrechen und nach Wien zurückkehren, weil ein Spieler positiv getestet worden ist. Die Gesundheitsbehörden unterscheiden da zwischen Infizierten und Kontaktpersonen. Und für beide Gruppen gilt jetzt 10 Tage Quarantäne, nicht mehr 14. Es ist halt jetzt eben so, dass für die Inkubationszeit und der Quarantänedauer für die Kontaktpersonen eben 10 Tage angenommen wird. Und gleichzeitig der Zeitraum für eine symptomatische Person, wo die dann nicht mehr infektiös ist, eben auch auf 10 Tage gesetzt wurde. Jene Fälle, bei denen erst 10 Tage oder noch länger nach der Ansteckung Symptome auftreten, seien äußerst selten. Diese Erfahrungswerte sind aber auch nicht in Stein gemeißelt. Wir versuchen natürlich evidenzbasiert zu arbeiten. Natürlich schauen wir auch immer, was die großen Gesundheitsorganisationen empfehlen, was andere Länder in ihren Regelungen drin stehen haben. Es sind alles lebende Dokumente und es ist natürlich nicht auszuschließen, dass sich auch diese Zeiten in Zukunft wieder ändern werden. Infizierte müssen jedenfalls 2 Tage symptomfrei sein, um die Quarantäne verlassen zu dürfen, auch wenn die 10 Tage schon um sind. Der positiv getestete Rapidspieler ist jetzt auch in Quarantäne und auch für alle anderen fällt das Training vorerst aus. Der von der Regierung als Corona-Hilfe für Familien geplante Kinderbonus in der Höhe von 360 Euro sorgt für Wirbel. SPÖ und NEOS kritisieren, dass osteuropäische Arbeitskräfte deutlich weniger Geld bekommen, wenn ihre Kinder im Ausland leben. Vielfach gerade jene Personen, von denen es in der Hochphase der Krise geheißen hat, sie verrichten besonders wichtige Arbeit. Aber die erwähnte Einmalzahlung wird, wie auch die Familienbeihilfe, an den Lebensstandard der Kinder im Heimatland gekoppelt. 360 Euro für jedes Kind. Das verspricht die Regierung bei ihrer letzten Klausur. Doch nun zeigt sich, Pendler aus Osteuropa, etwa viele 24-Stunden-Pflegekräfte, werden deutlich weniger Geld bekommen. Denn der Kinderbonus wird an die Familienbeihilfe gekoppelt. Und die wird seit Türkisblau für Kinder, die im Ausland leben, zumeist niedriger ausgezahlt, je nach deren Lebensstandard vor Ort. Die Grünen haben diese sogenannte Indexierung immer scharf kritisiert. Dass nun auch der Kinderbonus so ausgezahlt wird, ärgert die Familiensprecherin der Partei. Im heutigen Standard sagt sie: Ich halte es für absurd und ethisch nicht vertretbar, gerade jene Personen finanziell zu beschneiden, die ohnehin schon viel zu geringe Löhne erhalten. Die EU-Kommission hat wegen der Indexierung der Familienbeihilfe Klage gegen Österreich wegen Diskriminierung eingereicht. Den Kinderbonus trotzdem wieder so zu organisieren, sei aus rechtlicher Sicht aber der richtige Schritt, sagt der Experte. Würde Österreich diesen Corona-Kinderbonus nicht indexieren, dann wäre das eine nicht systematische und nicht kohärente Vorgangsweise und würde die Position Österreichs im Vertragsverletzungsverfahren wesentlich verschlechtern. Verliert Österreich den Rechtsstreit, drohen Nachzahlungen in Millionenhöhe. Umso mehr, wenn nun auch der Kinderbonus auf diese Art ausbezahlt wird.
Seit der Pleite der burgenländischen Kommerzialbank ist klar, die Betrügereien reichen weit zurück, bis in die 90er Jahre. Und einem neuen Gutachten zufolge wäre es nicht allzu schwierig gewesen, sie schon viel früher zu entdecken. Denn es hat in den Bilanzen nicht nur mehrere hundert Millionen Euro an völlig frei erfundenen Guthaben gegeben, sondern auch Kredite an Menschen, die nie etwas mit der Kommerzialbank Mattersburg zu tun gehabt haben. 25 Seiten hat das Gutachten. In Auftrag gegeben hat es eine Rechtsanwaltskanzlei, die überlegt, die Republik zu klagen. Die erste Auffälligkeit: In den Jahren 2008 bis 2019 ist die Bilanzsumme im österreichischen Bankensektor um rund 17% geschrumpft. Bei der Kommerzialbank dagegen gibt es einen Zuwachs um fast 93%. Bei einer kleinen Bank muss das noch nicht viel bedeuten. Es könnten auch einfach ein paar große Kunden dazugekommen sein, sagt der Wirtschaftsprofessor. Sehr auffällig ist dagegen: Die heimischen Banken haben in den vergangenen 10 Jahren rund 2,9% an Zinsen verdient, die Kommerzialbank dagegen gleich 4,6%. Und das ist extrem unglaubwürdig, weil das also ein ganz extrem hohes Zinsniveau sein müsste, das die Kreditkunden der Kommerzialbank Mattersburg gezahlt hätten. Vor allem, weil die Bank angab, dass sie sehr viel ihres Geldes zu sehr niedrigen Zinsen bei anderen Banken deponiert hatte. Also ich würde seine Bankbilanz nicht glauben, bis man es mir sehr, sehr genau erklärt, aus welchen Geschäften das wirklich kommt. Ob der Aufsichtsrat der Bank und die Wirtschaftsprüfer das gemacht haben und welche Antworten sie bekommen haben, darüber hüllen sie sich derzeit in Schweigen. Und das wirft die Frage auf, wer prüft denn die Prüfer, die in diesem Fall ganz offenbar so manches übersehen haben? Dazu schweigen heute nicht nur die Wirtschaftsprüfer, sondern auch die staatlichen Kontrollorgane. Aber ein Grazer Anwalt erhebt jetzt Vorwürfe gegen sie und hat bereits eine Amtshaftungsklage gegen die Republik eingebracht. Mit der Kommerzialbank haben sich die Experten der Nationalbank in den vergangenen Jahren öfter beschäftigt. Mehrfach gab es Prüfaufträge, zuletzt aufgrund eines anonymen Hinweises. Und da wurden die Prüfer auch fündig. Diesen Whistleblower hätte es aber gar nicht gebraucht, sagt der Bilanzexperte Bernhard Wanners. Denn gerade die erfundenen Bankguthaben bei anderen Banken hätten längst auffallen müssen. Der österreichischen Nationalbank, die regelmäßig alle Banken prüft, der hätte das ganz leicht auffallen können bei einer ganz simplen Prüfung, ob dieses Bankguthaben besteht. Weil sie hätte nur in den Akt schauen müssen. Bei der Nationalbank gibt es kein Bankgeheimnis. Da kann sich niemand drauf ausreden und dann können die feststellen, ob es das gibt oder nicht. Damit konfrontiert, sagt uns die Nationalbank, das sei rechtlich und technisch gar nicht möglich. Außerdem habe man sehr wohl Ungereimtheiten der Staatsanwaltschaft gemeldet und auch auf die Arbeit der privaten Wirtschaftsprüfer vertraut. Ein Systemversagen? Wahrscheinlich ist es so, wenn es zu viele Kontrolleure gibt, dann fühlt sich niemand mehr so richtig verantwortlich und sagt, es hätte eigentlich der andere prüfen müssen. Nicht? Ein teures Spiel, das die Republik am Ende Millionen kosten könnte. Handelt es sich in der Causa Kommerzialbank tatsächlich um Systemversagen? Mehr dazu heute Abend in unserem Wirtschaftsmagazin Eco um 22.30 Uhr in ORF2. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise, kommen wir darauf noch einmal zurück, die haben viele Menschen, viele Familien in Österreich ganz unvorbereitet getroffen. Und so manche, die das zuvor noch nie getan haben, mussten sich erstmals um finanzielle Hilfe bemühen. Nicht für alle gibt es aber eine staatliche Förderung oder einen Zuschuss. Der ORF hat daher nämlich ins Dunkel und Nachbar in Not eine neue Aktion ins Leben gerufen. Österreich hilft Österreich, heißt sie, und will damit jene unterstützen, die die Pandemie an ihre Grenzen gebracht hat. Solidarität braucht auch Geld und dieses soll ab jetzt für Menschen in Österreich gesammelt werden, die seit Corona in ihrem Alltag noch mehr kämpfen müssen. Das sind Menschen, die sich zu uns, an die Caritas, wenden, die das vorher nie geglaubt hätten. Menschen wie du und ich. Mittlerweile wissen wir, dass mehr Menschen soziale Probleme haben aufgrund der steigenden Arbeitslosigkeit, der Kurzarbeit. Mehr Menschen, die jetzt armutsbetroffen sind. Das hat sich verschärft. Damit aus der Gesundheitskrise keine soziale Krise entsteht, startet der ORF ab heute eine landesweite Spendenaktion, die die Arbeit der Helferinnen und Helfer verbessern kann. Und dafür wollen wir Geld sammeln. Wir wollen aber auch Bewusstsein schaffen, indem wir über die Projekte berichten, was geschieht mit dem Geld bei den Hilfsorganisationen, einen Beitrag leisten, dass das besser möglich ist.
Mit dabei sind die Diakonie, die Caritas, das Hilfswerk, das Rote Kreuz, die Volkshilfe und der Samariterbund. Die neue nationale Hilfsmarke soll aber auch für die Zukunft bleiben. Wir haben immer wieder Krisen, Katastrophen, Hochwasser und so weiter. Und das wird die ORF-Hilfsmarke sein. Den anderen Mut machen, trotz Zukunftsängsten. Heute ist die Kampagne Österreich hilft Österreich vorgestellt worden und morgen startet sie in allen Programmen des ORF. Die Wetteraussichten hat gleich Manfred Bauer für uns und wir zwei verabschieden uns. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.